Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Martin Nykänen starb am 3. Februar 2019 mit 55 Jahren. Urheberrecht DPA Picture Alliance. Martin Nykänen wird in Finnland eine seltene Ehre zuteil. Der verstorbene frühere Weltklasse-Skispringer erhält in seinem Heimatland ein Staatsbegräbnis. Der verstorbene frühere Weltklasse-Skispringer Matti Nykänen erhält in seiner Heimat Finnland ein Staatsbegräbnis. Das bestätigte Sportminister Sampo Terho gegenüber der finnischen Zeitung Seiska. Ich denke, Matti hat es sich durch seine Erfolge im Sport verdient, sagte Terho. Der finnische Staat übernimmt die Kosten der Bestattung, der Termin ist aber noch offen. Nykänen ist erst der 5. finnische Sportler, der ein Staatsbegräbnis erhält. Zuvor wurde diese Ehre unter anderem Leichtathlet Paavo Nurmi zuteil, der zwischen 1920 und 1928 insgesamt 9 olympische Goldmedaillen gewann. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige. Nykänen mit 55 Jahren verstorbener viermaliger Olympiasieger. Nykänen war Anfang Februar im Alter von 55 Jahren gestorben. Punkt. In den 1980er Jahren hatte Nykänen den Sport dominiert, nach seinem Karriereende prägten jedoch Alkoholexzesse und Gewalt sein Leben.